Es ist sehr wichtig, dass wir in unserem Alltag, in unserem Leben wachsam sind und die richtigen Entscheidungen treffen. Ich habe eine kleine Story gelesen, wo ein Leuchtturmwärter Öl bekommen hat, in einer Zeit, als noch das Leuchtturmfeuer mit Öl befeuert wurde. Und er sehr, sehr großzügig mit diesem Vorrat umgegangen ist, dass er das rundum verteilt hat an jeden, der irgendetwas haben wollte. Und als der Sturm kam, konnte er selbst dieses Feuer nicht mehr anzünden, weil kein Öl mehr da war. Und es kam zu einem wirklich schrecklichen Unglück. Ich habe eine Geschichte gelesen im Neuen Testament, die Geschichte von den 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen. Auch sie hatten ihre Öllämpchen dabei und sie warteten auf die Ankunft des Bräutigams. Diese Ankunft verzögerte sich und sie schliefen ein. Als der Bräutigam kommt, entdecken 5 von ihnen, dass ihr Ölvorrat zu Ende ist. Und sie gehen zu den anderen 5 und sagen, hey, gebt uns was ab. Und die erstaunliche Antwort von den anderen ist, nein, wir geben euch nichts ab, denn dann reicht es für uns alle nicht mehr. Mir hat diese Geschichte ganz neu gezeigt, dass wir wachsam sein sollen, dass wir dazu gerufen sind, wachsam über das zu sein, was wir in unserem Leben an Entscheidungen treffen. Wir können nicht von anderen erwarten, dass andere für uns zum Beispiel Glauben haben oder dass andere unser Gebetsleben abdecken oder dass andere die Beziehung zu Jesus für uns leben, sondern wir müssen jeder für uns selbst eine Entscheidung für Jesus treffen und ein Gebetsleben für uns selbst haben und selbst im Wort studieren und selbst in die Beziehung zu Gott zu gehen und darin zu wachsen und darin weiterzugehen. Wir müssen selbst für unser Öl, für unsere Ressourcen, für unsere Beziehung mit Jesus sorgen. Denn wir gehen ihm selbst entgegen. Ich möchte dich ganz neu ermutigen, mit dieser Geschichte einfach mal weiterzugehen, selbst darin zu studieren, was hat es mir zu sagen, wo stehe ich wirklich, wo sind meine Vorräte vielleicht auch zu Ende, wo muss ich neues Öl holen, wo muss ich vorbereitet sein, um nicht von irgendeinem Sturm überrascht zu werden. Ich habe einen Vers gefunden, heute ist die Zeit, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Ich möchte dir sagen, mach heute dein Herz weit, dass du ganz neu diese Beziehung zu Jesus suchst. Mach heute dein Herz auf, dass du wirklich in dieser Beziehung zu Jesus wächst. Mach ganz neu einen Entschluss, Jesus ganz neu in dein Leben einzuladen. Du kannst dazu Hilfe finden auf unserer Webseite. Wir haben da einen Button, den du anklicken kannst, wo du ein Gebet findest, das dir helfen kann, diesen neuen Schritt zu Jesus hin zu machen. Du kannst da ganz neu eine neue Hingabe an Jesus vollziehen und mit ihm weitergehen. Sorge dafür, dass dein Ölvorrat nicht zu Ende ist, sondern geh ganz neu in diese Beziehung mit Jesus hinein. Und du wirst erfahren, Gott hat mehr für dich.